Ach, das ist hier die Haltestelle, die direkt nach der Abfahrt kommt. Ja, ich hab sie verpasst. Ich bin reingefahren. Ich hab sie verpasst. Ich auch. Deutschstraße. Richtig. Aber bei mir wollte eh keiner raus. Hallo. Nee, aber rein vielleicht. Hallo. Das ist mir egal. Hey, meine Heizung funktioniert nicht. Warte, ich sag dir gleich, ob meine funktioniert. Ich höre die nicht. Meine funktioniert. 19 Grad. Macht nichts. 11 Grad? Heizt gar nicht. Und der heizt nicht. Welchen Knopf muss ich nochmal klicken für die Heizung? Beim Citaro links neben dem Lenkrad, da ist so ein mit seiner Schneeflocke. Ja, so eine Schneeflocke, genau. Muss ich und die erscheint dann auch im Display. Muss ich dafür das Lenkrad abmontieren? Nein. Mhm. Ah, da. Ich mach jetzt einfach die andere Heizung an, die hier. Aber wenn du vom Fahrerpult aus den einen Schalter drückst, unten links in der Ecke von den Vieren, dann geht trotzdem hinten im Bus die Heizung an. Also ich habe die Schneeflocke jetzt direkt am Lenkrad, ist die, ne? Die habe ich gedrückt, tut sich aber nichts. Ja, bei mir erscheint auch nicht. Die erscheint dann auch im Display. Bei mir nicht. Ja, bei mir tut sich... Doch, bei mir erscheint die im Display. Das ist, wenn du die Haltestellenbremse drin hast, ist die nicht da. Also sobald das Bussymbol weg ist, ist die da. Aber trotzdem... Ja, ich habe sie. Aber trotzdem heizt der nicht. Bei 11 Grad Innentemperatur müsste der heizen. Das ist eine Heizautomatik. Ja, die heizt ein bisschen langsamer dem. Ja, aber du hörst die nicht mal. Die macht gar nichts. Die ist aus. Links abfahren. Ja, genau. Links rum. Ich stehe jetzt an dem Magdalenenplatz. Magdalenen-Krankenhaus. Ist mir doch egal. Nee, Magdalenenplatz. Mein Magdalenen-Krankenhaus kommt zuerst. Bei mir steht auf dem Ibis Magdalenenplatz. Bei mir steht Magdalenen-Krankenhaus. Nein, bei mir steht Magdalenen-Krankenhaus. Ja, das ist diese. Ja, in dem Krankenhaus habe ich doch schon gehalten. Das ist diese Einzelstraße, die da jetzt zum Magdalenen-Krankenhaus führt. An dem Krankenhaus habe ich schon gehalten. Ich stehe jetzt am Platz. Ich fahre jetzt am Platz. Ich darf fahren. Oh, hier ist 80. Ja, aber da kommen Kurven, Mario. Einmal herum. Einmal rum. Und hoch zum Magdalenen-Krankenhaus. Einmal hoch. Mario, was magst du denn am liebsten? Am allerliebsten esse Schoko Crispies. Oder Döner-Teller. Hatte ich eben. Deswegen sag ich's. Ich hatte Frischkäsebrot, so. Auch lecker. Käsebrot, ich hab heute in der Mit Salz und Pfeffer, ja. Käsebrot ist ein gutes Brot. Ein Frischkäse. Frischkäsebrot. Philadelphia Brot ist ein gutes Brot. Oh, genau, Gott, nur bei mir war es der gute Buko. Ach Gott, ist das gemein. Exquisiter, keiner flasht mich so wie dieser. Warum? Alter Vater Mario, hier wirst du noch deinen Spaß haben. Ist das assi? Boah, ist die 27 assi. Mies, mies, ja. Ich habe die zum Glück ohne Unfallschäden jetzt mitgenommen, die Stelle hier. Ohne ich irgendwelche. Hätte mal gerne grün. Oh, ist die Kacke. Aber muss man meistern können. Das ist aber nett, dass ich jetzt grün kriege. Oh, Ampel! Busampel! Wo fahre ich denn jetzt lang? Links rechts. Rum wieder? Rechts. Wow, danke, Bulli. Da steht nichts von rechts. Da steht links. Ich glaube, der Mario ist noch am Magdalenen-Krankenhaus. Ja, da stand links alle Linien. Ja, links. Du musst da links hinten einmal rum um diese. Jetzt stehe ich hier mitten auf der Kreuzung und der rammt mich natürlich. Mir ist einer hinten drauf gefahren, weil ich stehen geblieben bin. Ach man! Da hört man auf den Julian und dann prescht er mir da voll rein. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Jetzt ist meine Elektrik im Arsch. Ja. Jetzt und zwar völlig. Möchte ich anmerken. Ich weiß gerade, wo der James ist. Bei dieser ganz asozialen Links-Rechts-Kurvenformation. Der James ist an der Steigung. Ja, genau. Und danach muss er direkt wieder rechts. Und da kann das Problem... Ich hab mich verfahren! Ich bin bei 27.1 und 27.2 wieder. Wow. Dann bist du am Magdalenen-Krankenhaus. Was? Was? Nee, da ist er noch weiter hinten. Der ist wieder vor der Autobahnausfahrt. Ich bin wieder vor der Autobahn. Ich bin die Autobahnausfahrt zurückgefahren. Ach komm! Jetzt steht auf der Anzeige 27 Richtung Flachmannplatz. Wow. Flachmannplatz fällt aus.
Ja, schön, Mario, dann viel Spaß. Alter, mein Bus ist ganz im Arsch. Ich bin gerade auf der Autobahn jetzt voll ins Schlingern gekommen. Nee, nee, ich lass die noch durch. Ich repariere die Kiste jetzt erstmal. Oh Gott, ja, ist hier viel Verkehr. Das kostet mich Zeit, ich weiß das. Jetzt habe ich wenigstens einen Grund, das Licht anzumachen. Och, Freunde, nee. Mach das Licht auch mal an, die KI hat das Licht auch schon an. Ja. So, jetzt fahre ich hier die Abfahrt erstmal wieder runter Richtung alle Linien. Und dann muss ich gucken, wo ich mich verfahren habe. Du musst an der Haltestelle im Magdalenenkrankenhaus. Da musst du gar nicht. Wie doch, so, da warst du schon. Da musst du sein. Gewesen sein. Also meine Verspätung ist jetzt immens. Mal eben 39 Minuten. Bist du dir sicher, dass es nicht 139 Minuten sind? Ja. Verspätung ist nur zweistellig. Ja, eben deswegen fragte ich. Ja, es sind 39. Dann einmal hier. Ja, du stehst ja ganz toll mit deinem Polo. Fahr jetzt einfach mal hier lang. Alter, was hat der die Linie denn für einen asozialen Fahrplan, sag mal? Der ist sehr eng, aber ja. Der schickt mich doch nach der Stolpstraße links zurück auf die Autobahn, oder nicht? Nein. Nee. Du musst an der Stolpstraße an der ersten Haltestelle stehen bleiben und dann rechts rum. An der ersten Busampel musst du stehen bleiben. Ja. Keine Ahnung, Alter, ist so nicht normal. Ich muss mal gerade F11 machen, da staut es sich, weil ich den einen da eben mitgenommen hab. Vielleicht ob so drempelt. Alter, ey, nee. Also Stolpstraße dann geradeaus, oder was? Nee, rechts. Erste Halte. Wenn du von der Autobahn runterkommst, fährst du links in die Haltestelle rein und danach direkt rechts. Da ist eine Busampel direkt vorne. Da musst du über den Gehweg fahren, das ist richtig, darum ist er da abgesenkt. Ach, ich muss über den Gehweg fahren! Ich fahr jetzt in die Wendeschleife hier. Ich hab die falsche Stolpstraße genommen. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Rückwärts. Komm. Mit dem Gelenkwagen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte, bitteschön. Eine Tageskarte. So, ich bin Hattinger Straße gerade erst. Ich bin am Essenberg. Versuch ja, mal hier ich mir ganz, gedacht. Ganz mutig. Ja, klappt natürlich hervorragend mit dem Wenden. So. Der Essenberg ist so scheiße mit dem Gelenkbus anzufahren, ganz ehrlich. Ist so schlimm wie Dortmund Germania. Also Freunde, das Mayo verfährt sich mal ultra, ne? Ich glaube, die sehenswerteste Sicht ist jetzt gerade bis hierhin zumindest, wo der Mayo sich verfahren hat, am sehenswertesten. So, und der Satz nochmal auf Deutsch? Jetzt. Das war Deutsch. Die sehenswerteste Sicht ist bis dahin, bis Mayo sich verfahren hat, am sehenswertesten. Ja. Jetzt weil es die sehenswerte, die Sicht ist, die am sehenswertesten ist, weil sie am sehenswertesten ist. Ja. Wir ziehen jetzt hier einfach rüber, ist mir jetzt völlig egal. Süsselsforsten, nee, fahren wir nicht, wir fahren Richtung Laupendal. Jo, Essenberg. Hallöchen. Moin. Guten Tag. Ich bin dir gerade schon entgegengekommen. Jetzt komme ich hier natürlich ins Rutschen, weil ich ein Gelenk am Arsch habe und dann zu viel Gas gebe, ja. So. Das ist übrigens, ist euch das mal aufgefallen, wie schlimm das ist, wie viel man sich vom Josh angewöhnt? Ah. Was meinst du? Quasi. Ach, das Premium. Ich hab's geschafft, ich bin am Krankenhaus. Und Hallöchen, guten Tag. Guten Tag, Party. Ist das peinlich? Ja, ist es wirklich. Einmal links geguckt und der... Danke, dass du mir das sagst. Ich weiß, dass ich zu spät bin. Zu spät ist gar kein Ausdruck. Zu spät sind sie mal wieder. Wenn die alle rechts abbiegen, dann fahre ich. Und am Krankenhaus fahre ich jetzt links. Ja. Genau, da musst du aber ein Stück weiter ausholen, weil da eine Verkehrsinsel ist, lieber Mario. Ja, ich sehe es. Also ein Grünstreifen. Verkehrsinsel möchte ich nicht nennen. Hier halb rechts abbiegen, ist es auch schon eine Kunst, wenn der Gegenverkehr ist. Magdalenenplatz! Na komm, machen wir in der Bude auch noch Licht an.
dämmert zu langsam. Du hast in der Bude noch kein Licht an. Aber das nennt man doch mal ein ungeschnittenes Let's Play Together. Ich hätte jetzt auch alles neu machen können und niemand hätte gewusst, was passiert ist. Ja, es gibt ja so Let's Player, die hätten das verlangt. Ja. Ich nicht. Ich finde, das macht den Reiz eines Let's Plays aus. Ja, aber wir sind ja Unterhaltungskanäle und keine. Ich lasse das auch drin, wenn ich mich verfahre und wenn ich mich des Todes verfahre. Noch was man sich von mir schnell angewöhnt. Des Todes? Of Doom. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Ich habe mich wunderbar verfahren. Ist aber schön, ich habe eine Ehrenrunde gedreht, falls unterwegs noch einer mal aussteigen wollte und hätte dann fast das zweite Mal die falsche Richtung genommen. Ja, dass Mario noch die Ruhe hat, was zu trinken, ne? Ich habe die Ruhe auch. Ich hab Verspätung, Junge. Julian. Und? Hinter mir dümpelt, glaube ich, schon der zweite Kurs. Ich hab Zeit. Stimmt. Warte, du hast 40 Minuten Verspätung, ne? Ja, so um den Dreh. Dann dümpeln dann, hinter dann dir zwei Kurse. Dann ist es schon der dritte. Ja, oder der dritte. Der zweite hat dich schon überholt. Ja. Kann sein. Der fährt alle 20 Minuten. Ui. Ich mag das Getriebe. An der Steigung. Bergische Straße. Ab Mayo. Ja. Auf dieser Linie wirst du auch etwas, glaube ich, finden. Ja, ich glaube, es war auf dieser Linie. Wenn nicht auf einer anderen, hier gibt es ein Örtchen, das, oder ein Ort oder eine Straße, eine Haltestelle. Entweder heißt sie Merken oder Merkenstraße. Kannst du dir das merken? Kann ich mir merken, ja. Der Mayo weiß, warum ich drauf anspiele. Ich bin gerade an der tödlichen Ampel hier. Oh, an der Steigung ist aber eine nette Rechts-Links-Kombi, ne? Ja. Stell dir mal vor, da hast du Gegenverkehr. Richtig. Musst da in der Steigung stehen bleiben, so wie ich vorhin. Ich hatte gerade Gegenverkehr zum Glück an der Kreuzung. Ja, ich hatte sie in der Links-Bergauf-Kurve und musste teilweise stehen bleiben. Hallöchen, danke. Eine Fahrkarte. Ah, hier, Merkenweg. Fahr doch! So, Mario Merkenweg heißt es. Ja. Sieht ungefähr so trostlos aus wie in Merken. Zack, und einmal rum. Aber da kann ich durchfahren, da will keiner hin. Alter. Oh, da ist schon wieder der Vom-Kurs hier. Aber Julian? Ja. Lass die Verspätung sein. Ich bin auch 2 Minuten plus. Echt? Ich bin gerade 0-0 geworden. Oh, ernsthaft jetzt? Ja. Nee, das meine ich nicht. Leider ob sie trampelt. Ja, fahr doch rum! Ach Leute, ich hab... Mayo hat seine Differenzen mit der KI heute. ja, tatsächlich. Fahr! Fahr! Oh, schön. Ich hätte jetzt gerne was zu trinken hier. Jetzt habe ich gerade Zeit an der Ampel. Aber ich habe nichts hier. Ja, dann geh dir doch was holen. Ja. Mein Gott, ist das eine Geburt heute Abend. Wenn ich gleich... wobei, dann muss ich den Tracker neu kalibrieren, habe ich jetzt gemacht. Also du fährst mit Tracker? Ja. Außer in Streams versuche ich mit Tracker zu fahren. Ist das eine Geburt hier heute, ey. Ach, guck mal, da ist ein Kollege. Hallöchen. Nein, ich mach nicht Joschner. Es tut mir so. Ach, verdammt, schon wieder. Ach, guck mal, ein Ex-DVB aus Duisburg. Oder DVG heißt es ja. Ja. Hi, ich weiß, ich bin zu spät. Wo bin ich denn? Die Kurve habe ich toll gemacht. Froschweg. Ach, da bist du. Mhm. Ach, nicht Z. T. Die Körtürsteuerung muss ich hier irgendwann nochmal einbauen. Hat er doch theoretisch sogar. Ja, nur mit dem kleinen Teil noch, dass die zweite Tür auch mit Freigabe aufgeht. Die hatte der Morphe irgendwann verbaut. Achso. Genau. Also mit Freigabe und manuell. Diesen Mix aus beidem. Den durchgehenden Piepton, den würde ich mir sparen, weil ich den relativ ziemlich nervig finde. Welches alle Linien fahren wir denn? Alle Linien links oder alle Linien rechts? Ach so, wenn du mir sagst, wo du stehst, kann ich dir sagen. Hattinger Straße. Ich stehe jetzt an der Kreuzung nach der Haltestelle Ackermannstraße, Parkplatz West. Da gibt es ja dann oben diese Kreuzung, wobei ich glaube, ich muss auf jeden Fall geradeaus.